Herzlich willkommen bei diesem Capstone-Video zum Thema Sinusfunktion und Kosinusfunktion. Gegeben sind die Graphen zweier Winkelfunktionen, deren Parameter wir vergleichen sollen. Lies dir am besten die Aufgabenstellung zuerst einmal in Ruhe durch. Im Koordinatensystem fehlt eine Skalierung. Es ist daher nicht möglich, die Zahlenwerte der vier Parameter zu bestimmen und diese Zahlenwerte dann direkt miteinander zu vergleichen. Wir müssen es über das Verständnis der Parameter machen. A1 und A2 sind die maximalen Funktionswerte unserer beiden Funktionen F1 und F2. Wir finden sie daher an lokalen Maximumstellen. A2 können wir ablesen als etwa 3 Einheiten und A1 dürften 2 Einheiten in Y-Richtung sein. Also ist eindeutig A2 größer als A1. Und nachdem die beiden in einem Verhältnis von 3 zu 2 stehen, also 1,5, ist A2 offensichtlich das 1,5-fache von A1. So genau hätten wir aber A2 nicht bestimmen müssen, weil wir ohnehin nur ausschließen müssen, dass A2 kleiner als A1 ist und dass A2 mehr als das Doppelte von A1 ist. Und das ist es eindeutig nicht. Das würden wir deutlich erkennen, wenn es über das Doppelte hinausgehen würde. Also ist eindeutig Antwortmöglichkeit 2 hier richtig. Für die Parameter B1 und B2 müssen wir ihren Zusammenhang mit der Periodenlänge kennen. B1, B2 zählen die Anzahl ihrer entsprechenden Perioden in einem bestimmten Bereich, zum Beispiel hier von 0 bis zum Ende des Graphen. Je größer die Anzahl der Perioden, desto größer ist auch das zugehörige B. Wir haben für Funktion 2 3 Perioden in diesem Bereich und wir haben für Funktion 1 2 Perioden in diesem Bereich. Also gilt auch, dass B2 größer als B1 ist und das Verhältnis ist offensichtlich wieder 3 zu 2. Das heißt, wir können auch hier wieder exakt sagen, B2 muss das 1,5-fache von B1 sein. Und damit liegt auch B2 in einem Bereich von 1 mal B1 bis 2 mal B1. Sicher nicht mehr als das Doppelte. Und was schon gar nicht funktioniert, ist, dass B2 kleiner als B1 ist. Also gilt auch hier Antwortmöglichkeit 2 als die richtige. Und damit haben wir das Beispiel gelöst.